machen, ne? Sonst kannst du ja nichts machen, du setzt dich vom Computer. Haji Bum Bum, Thomas. Thomas, hier ruft Stuttgart. Das habe ich nicht so richtig zugehört, aber wie gesagt, mir ist nicht gut. Attention UK, Attention UK, der Oscar Romeo Charlie ist auf UK. Hast du irgendwas gemacht, irgendwas Falsches gemacht? Hast du nass geworden draußen oder was? Oder hast du was Falsches gegessen oder war das los? Okay. Nee, richtig, ich war draußen und bin ziemlich nass geworden, ja. Trotz Regenschirm und ja, so, naja, das nennt sich halt Regenjacke, aber da geht ja alles durch. Dann hast du doch was von der globalen Hitze abgekriegt, von der globalen, heißt ja jetzt nicht mehr Global Warming, das heißt ja jetzt Global Cooking, ne? Jetzt kochen wir ja schon alle, ne? Dann hast du doch was mitgekriegt. Ne? Dann hast du irgendwas ist da passiert, dann ist dann dein Hirn bestimmt, die Eiweißzellen sind bestimmt gekocht und ist abgestorben, deswegen fühlst du dich nicht so gut, ne? Ganz bestimmt, hat bestimmt was mit der Hitzewelle zu tun. Charlie Bravo, Andreas. Hansi ist ja auch da. Dieter, hast du das schöne Spiel gesehen am Sonntag? Ja, gell? Es war grausam, grausam. Ich war schwer enttäuscht, ich war enttäuscht. Ja, Dieter, komm, aber die haben doch schön gespielt hier. Da kann man nichts sagen. Natürlich, die haben hier zweimal vorbeigeschossen vom Tor, gell, mit dem Ball. Also den Ball nicht getroffen. Aber letztendlich, die Kolumbianer waren natürlich auch schon ganz gut fit, gell. Und die haben ein Mordspublikum hinten dran gehabt, gell. Also ich fand das gute Spiel. Ich habe zwar dann bei der zweiten Halbzeit im ersten Viertel noch geguckt und dann habe ich aber ausgemacht, weil ich musste aus dem Haus. Und habe alles gebibbert, naja, 1-1 wird es schon wohl werden, aber dann ist es dann doch 2-1 für die geworden, gell. Aber ich fand es trotzdem schön, dieses Spiel. X-mal wieder. Haben sie sich ja, will ja so nicht sagen, dass sie nicht schlecht gespielt haben. Die anderen, die waren natürlich auch, sag ich mal, brutal, gell. Die waren unheimlich, nicht gerade zimperlich, ne? Die haben drauf gehangen. Und die Schiedsrichterin, meine ich, die waren nicht so ganz groß war. Ja, Dieter, das stimmt. Die haben es ganz schön drauf gehabt. Die waren, die haben es ausgereizt, gell? Ich habe auch irgendwas gelesen, dass da eine, ich sag mal, eine neue Norm entstanden ist, gell? Und ja, in der ersten Halbzeit hat die sich zurückgehalten. Jetzt wurde gab es dann, soweit ich weiß, zwei gelbe Karten. Und auf einer, ja, so eine fahrbare, also auf einer Achse. Und vor allem, da ist noch richtig Kampfgeist und Motivation und ja, die sind noch irgendwie... Please, give me your personal. Das hat aber nicht. Da muss beistehen und Scanner. Your name, please. Scanner, in your direction. So may you have also... Wir fahren meistens den gleichen Zeitpunkt zum Kroatien jedes Jahr, seit 2003. Und ich muss hier wirklich sagen, ich bin hier richtig enttäuscht. Ne? Nicht nur wegen Preise, auch wegen Qualität. Ne? Das ist und Wetter war auch richtig warm zumindest. Kannst du dir einen Kadett Diesel kaufen? Ich habe gesagt, weil ich so viel fahren muss und immer Schwarzwald mehrmals im Jahr hin und zurück. Himmel, Internetservice. Kaputt. Ja, habe ich dich gerade weggedrückt. Sorry. Die sind heute Abend alle so unruhig. Aber Überreichweiten. Weil CB ist ja ruhiger wie PMR und Schiene. Das ist ein Hammer. Der Funke. Und dann gibt es
schon eine Woche. Aber naja. Na gut, ja. Dann machen wir es dir auch mit. Versuch dein Glück. Macht er so viele Gedanken? Schauen wir mal. Vielen Dieseln, so, die einen großen Tank hatten, da konntest du weit über 1000 oder manchmal 1000 Kilometer mitfahren, ohne zu tanken, ne? Das ist so beim Diesel. Ja, nee, aber der passte wunderbar da vorne rein, da konnte ich auch den Tank stutzen vorne auf dem Bug, habe ich den... Was knallte da nicht, das ist unglaublich, man. Ja, ich wollte sehen, das habe ich hier auch, wenn ihr ein bisschen Engels... Ein bisschen Engels können, dann ist, King Kaiser, Admiral. Ja, nou, daarom. Dus we gaan het alweer daar. Ja, nee, we gaan wel mooi. Ik vind het mooi. Hans, heb je nog mooi verbinding gemaakt? Ja, daar had hij een ganze Zieltisch gerufen. Weil. Schottland is al op. Dat is richtig van ons. Moment, daar geht dat telefoon. Ja, ik kan het niet zeggen, maar die klingelt het. Okay, 190 fishing, standing by for a QSS. Germany, please call 1 and ganz genau, wenn du über die Autobahn drüber gehst, da ist ja auch der, die fährst du links rein, da kommst du eigentlich in Richtung Lippla, fährst du da, oder da ist ja auch der Baumarkt auf der linken Seite, da kann man auch reinfahren, wenn man weiterfährt. Ja. Direkt nach dem links abbiegen, ist ja der Kreisverkehr und da müsste ich dann direkt die erste rechts raus. Du findest. Genau, deine Ecke ist das. Alles klar, da weiß ich schon mal, wo das ist. Also jetzt weiß ich nicht, ob man da nochmal irgendwo abbiegen muss, um an die Hütte zu kommen, aber das könnte man ja im Google gucken, in den Maps. Denke ich mir mal. Other station shouting, therefore, roll for the moment, 7326 Golf Echo 0713 Mike Delta 278. 73, bye bye. And this is 13 Mike Delta 278, stand by QRZ. Pfui, Leute. Ja, ich gucke mal nach, ne? Soll alles mal überraschen, ne? Hast du gehört, Helene? Ja, genau. Planetenweg los, ne? Da kannst du so eine Wanderung machen. Kommst du an Sonne, Mond und Mars und was weiß ich überall vorbei. Gab der bei uns hier steht um die Ecke. Ne, der macht ja auch Amateurfunk und CB-Funk, ne? Jo, den hatte ich jetzt auch mal kennengelernt. Jo, den kannte ich vorher gar nicht. So, so kommen 7-8, ne? Richtige Kampf, da haben Neuf gemacht, ne? Stäbe 1, oh, ne? So, da war vielleicht einen halben Kilometer entfernt, ne? Wo ist... Egal, ne? Ja, ob ich jetzt B dran hab, oder ob B dran ist hier, oder, ne? Das ist ja auch Jacke wie Hose. Ja, dann hol die doch mal rein bei dem Regen, wenn die alle bei dir stehen. Ach, das ist gell, das... Ja, ich meine, ich hab mir den Bunker, wenn ich das... Ich hab mir den Bunker, wenn ich das...
1920.